Moin, Johannes hier wieder zurück bei Fallout Shelter, die zweite Episode. Und unser Vault hat ordentlich produziert in der kurzen Zeit der Abwesenheit. Es gibt hier Wasser abzuholen, es gibt Nahrung und es gibt Energie. Und ordentlich Lennox. Fast alle hoch auf Level 2 zum Großteil. Hier oben, wenn ich dieses Zahnrad kriege, kann ich übrigens auch noch Level sortieren. Christian Hall ist aufgestiegen, Gabriel White, Jack Bush. Lisa, Lucas, Philip, Hancock und Shirley Martin sind auf Level 2, Vincent Mills sogar auch noch. Man sieht hier, man kann auch nach Glück sortieren, man kann nach Status sortieren, nach ihrem Job. Und jo. Dann kriegt man ein bisschen einen Überblick, warum hier 81% Glück dabei sind. Was wichtig ist zu wissen, je glücklicher dieser globale Glückwert hier oben, die 81% ist, je höher der ist, desto mehr Bonus gibt es für die Produktion. In dem Fall sind das 8%, also für jeden 10er Schritt ungefähr 1% mehr. Und deswegen kann man zwischen 0 und 10% extra Produktion bekommen, wenn die Leute glücklich sind. Es lohnt sich also, sie glücklich zu halten, auch weil es dann zusätzliche Kronkorken und andere Boni gibt. Wir gucken uns einmal die Tagesziele nochmal an. 50 Food Collecten, ein Dweller ins Hitland schicken und 50 Wasser. Das haben wir, denke ich, relativ bald geschafft. Und wir haben hier zwei neue Kandidaten für unseren Vault. Ja, ist überall ähnlich begabt. Amanda Snyder. Schicken wir sie mal mit. In welchen Raum? Hier ist im Moment nur einer drin. Unsere Schwangere muss auch wieder arbeiten. Das geht hier nicht ohne, ohne Mitarbeit. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich hier jemanden aus dem gut gefüllten Wasseraufbereitungsteil rübernehme, um weitere Dweller zu zeugen. Andrew Rake, Level 1. Manchmal kommen hier auch wirklich hochwertige Dweller an. Vor allem kommen die aus den Kisten und prinzipiell können die auch mal so zwischendurch erscheinen. Ich schicke ihn jetzt mal hier in den Diner, obwohl er besser in der Wasseraufforderung aufgehoben wäre von der Stärke her, also wegen der Perception. Aber hier habe ich halt nur zwei, ich habe hier drei Dweller, deswegen, okay, dann kann ich ihn tatsächlich hier mal rübernehmen. Der hat sich gut versteckt hier. Da ist denn die Dame da? Lisa Lucas hat sich versteckt. Ups, das war zu viel so. Ich habe hier gerade einen neuen Raum unlocked, das sieht man an dieser 1, die da unten an dem Werkzeug dran war. Ich kann jetzt Storage, also einen Lagerraum aktivieren. Den kann man auf jeden Fall mal aktivieren, wenn das freigeschaltet ist. Falls tatsächlich mal irgendwo Bewohner verloren gehen sollten, dann hat man den schon mal freigeschaltet. Das kostet nichts, bringt aber erstmal nichts. Ich kann halt nur habe ich wieder eine Kiste gewonnen. Drückt mir mal die Daumen, dass da was Schönes bei rauskommt. Das ist ja Vault Box. Waffe, Stärke 0 bis 1, 1 Stimpack. Und ja. Aha, wieder nur goldener Müll. Das keine Ahnung, so ein Pferdchen. Und ein Kleidungsstück, ein Swingdress. Man sieht hier unten die Bewertung. Das steigert die Wertung. Ah, aus diesen Special-Attributen steigert das um 6. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden hier in dem Diner, hier unten seht ihr, was der Diner als Spezialfertigkeit aus diesen Special-Attributen braucht, das ist A. Und das kommt ja wie gerufen, ich habe jetzt hier dieses Swingdress, das auf Stufe, oder das für die Fähigkeit A plus 6 an Bewertung gibt, sobald der was drauf ist. Richtig sieht damit aus, sie trägt das dann auch. Und ihr seht hier diesen blauen Bereich, der kommt aus ihrer Kleidung. Und sie ist jetzt quasi eine sensationelle Essenszubereitung. Also auf dem Weg kann man seine Dweller ein bisschen auf die Aufgabe optimieren. Hier oben geht es gleich wieder voran. Und ich habe meine nächste Aufgabe gelöst. Ich habe Essen besorgt. Gucken wir in die Aufgaben hier rein. Man kann eine pro Tag hier oben an diesem X überspringen. Und man sieht hier rechts halt immer, was die Belohnung ist. In dem Fall gibt es jetzt für alle so gut wie nichts. Eine Waffe ausrüsten könnte ich. Ich könnte aber auch mal einen ins Ödland losschicken. Das ist vielleicht was wir in dieser Folge mal zeigen können. Vielleicht mache ich das mit meinem
Gerald, wenn der die nächste Dame versorgt hat. Wenn die beiden da oben miteinander fertig sind, dann habe ich ihn vielleicht frei, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Das Wasteland, hier oben sieht man das so ein bisschen. Das ist unsere Vault-Tür. Leider steht die Vault-Nummer hier nirgends dran. Im Wasteland kann man zum einen ja, ziellos quasi loslaufen und einfach gucken, auf was man so stößt. Und es gibt dann seit dem Update 1.6 seit kurzem die Möglichkeit auch Quests zu machen. Hier in der Lab. Quests, die dann in andere Vaults führen, wo man dann mit den Waffen, die man besorgt hat, kämpfen muss und wo man eben dann auch entsprechende Belohnungen für kriegt. Okay. Ja, im Moment geht es unseren Bewohnern 80% gut. Und ich würde mal sagen, wir können mal Storage Room bauen. Hier unten. Storage Room ist dafür nötig, dass ich Kleidungsstücke und Waffen, die ich im Moment nicht ausgerüstet habe, da unterbringen kann. Im Moment ist das, glaube ich, nicht ganz so relevant, weil ich wahrscheinlich alles, was ich besitze, auch irgendwo ausgerüstet habe. Hier auf diesem Storage seht ihr, was ich besitze. Outfits, Junk, das waren die zwei guten Items, die ich bekommen habe. Und es gibt auch Haustiere, die ein bisschen dabei helfen, im Ödland meine Bewohner zu beschützen. Ich würde sagen, ich kann die Rusty Gun mal verkaufen, weil das eine der Aufgaben ist. Einfach draufklicken, dann hier auf Verkaufen. 10 Kronkorken bekomme ich dafür, und dafür bekomme ich aber halt noch 25 extra, weil ich diese Aufgaben gelöst habe. Essen einsammeln. Und nach der neuen Aufgabe gucken. Collect 100 Water. 100 mal Wasser aus der Wasseraufbereitung holen. Man kann jetzt gucken, es gibt hier 18 Wasser in einer Minute. Und man kann diese Räume aufrüsten. Wenn ich also jetzt eine Stufe aufrüste hier um für 375 Kronkorken, dann kann er 22 Wasser erzeugen. Und das machen wir doch an der Stelle direkt mal. Er wird kurz runtergefahren. Und ist jetzt 22 Wasser wert. Ich guck mal eben rein, was die so miteinander sprechen. Ich habe Wirke sein und versucht, wenn die sich beschweren, wie es denn war, dass da Jessica alles gelernt hat. Und ein bisschen arbeiten mit so interessanten Bars. Aber er teilt sich den jetzt hier in der Welt. Das ist offenbar Mode hier in der Welt. Und was ist passiert? Wahrscheinlich ein. Level-up. Ne, hier ist fertig. Und wir könnten jetzt hier für 40 Sekunden Restzeit in den 40 Sekunden erzeugt die 22 Wasser oder halt, wenn ich den Tempo-Modus aktiviere, das ist mir aber zu riskant. Ja, 30% Chance, also nur der dritte geht schief und dann spare ich nur 20 Sekunden. Ich gewinne allerdings auch ein paar Kronkorken und ein bisschen Experience, das muss ich zugeben. Das ist nicht ganz nicht ganz wertlos, auch wenn ich wenig Zeit dadurch spare, aber es ist natürlich schon effektiver, wenn die Zeit dann auch verkürzt wird und ich halt zusätzlich Material nehme. So, Shirley Martin. Wollte ich ja nicht die. Ach ne, die wollte ich ausrüsten, die Lisa Henrikas. Ja, Shirley Martin, was ist mit Arbeiten? Wie wär's, wenn du dich mal hier der Wasseraufbereitung widmest? Und diesen Kollegen schicke ich dann gleich weiter. Ja, soll er halt mal ins Kraftwerk. So, und jetzt wollte ich, das war eben das Ziel für heute, meinen Gerald, der ja schon einiges an Arbeit geleistet hat, hier ins Wasteland schicken. Ich ziehe ihn einfach, pack ihn und ziehe ihn hier ins Wasteland, also außerhalb von meinem Vault. Und jetzt kann ich ihn ausrüsten mit was zum Anziehen, wenn ich was hätte, mit einer Waffe, das sollte ich auf jeden Fall machen. Ich brauche sogar eine Aufgabe hier, eine Waffe auszurüsten. Und ich kann ihm jetzt Stimpaks und Redaway mitgeben. Hier unten steht die Anzahl der verfügbaren Stimpaks und Redaways und hier oben das, was ich ihm mitgebe. Also ich kann ihm das eine mitgeben. Würde ich aber jetzt mal eher nicht machen. Und ich kann ihm dann hier raus mitgeben, wenn ich eins hätte. Jo, schicken wir mal Exploren. Sammeln hier die Kronkorken ein.
gucken nach der neuen Aufgabe. 100 Nahrung, 100 Wasser, das ist ja alles unproblematisch. Und, ja. Thought I'd never get out of there. Er freut sich, dass er in die Wildnis, ins Ödland entlassen ist. Mal gucken, ob er auch so fröhlich zurückkommt. Wie man jetzt nach ihm gucken kann, ist vielleicht eine wichtige Information. Man klickt hier einmal aufs Ödland, einfach außerhalb vom Vault. Dann sieht man hier so einen Textmodus, was er erlebt. Starting to regret coming out here. Es ging ja schnell, sofort wünscht er sich auch wieder zurück im Vault zu sein. Das ist, die Texte sind wirklich auch süß gemacht, da kann man wirklich Zeit mit verbringen. Ich versuche mal, das auf Deutsch zu stellen in den nächsten Videos irgendwann. Es ist tatsächlich auch gut übersetzt, also da hat Bethesda gute Arbeit geleistet. Ja, man sieht ihn hier und ich kann ihn recall, also zurückholen, jederzeit. Dann kriege ich das, was er hier unten wird stehen, was er schon an Items gesammelt hat. Schrott, Waffen, Kleidung. Wenn er im Wasteland stirbt, muss ich einen gewissen Prozent oder einen gewissen Betrag an Kronkorken bezahlen, um ihn wiederzubeleben und kann ihn dann zurückholen. Es ist also vernünftig, da ab und zu mal zu gucken, wie es denen geht. Der Rückweg dauert immer halb so lang wie der Weg ins Wasteland. Man ist also eine Minute unterwegs, wenn ich ihn zurückhole, wäre 30 Sekunden unterwegs, um dann zurückzukommen. Auf dem Rückweg kann er nicht sterben und keinen Schaden erleiden. Das ist gut für die Kalkulierbarkeit, natürlich nicht ganz realistisch, aber da wollen wir jetzt mal nicht so sagen. Gut, was kann ich euch hier noch zeigen? Es gibt hier noch so ein Survival Guide, mit dem man sich angucken kann, was man an Waffen schon entdeckt hat, an Junk entdeckt hat. Es gibt auch verschiedene hier, ne, wo es die ich habe. Hier Overwatch, Touch of Bling und dieses Pferdchen für ein Outfit. Da seht ihr mal, wie sich dieser Ladebalken hier verkleinert. Das ist ja unser Scrollbalken. Wie viele Kleidungsstücke ich hier finde. 128 Stück, 182 Waffen, 21 verschiedene Arten von Junk, 98 Pets und 23 verschiedene Spezialeinwohner. Ja, Duellers, 8 Männer, 4 Frauen habe ich, 2 davon sind schwanger, keine Kinder. Man kann ja sich in die Statistiken verlieben. Wunderschön. Aber man muss auch immer wieder darauf achten, dass man wieder die Ressourcen einsammelt. Ohne die geht's nicht. Und hier oben im Moment alles grün. Einmal auf eine der Ressourcen klicken, dann sieht man, wie viel Kapazität da wäre. Das sind diese 150, die vorhin hier beim Aufrüsten zu sehen waren. Ich zeige es nochmal hier. 150 Storage-Möglichkeit. Und der Strich ist das, was man verbraucht. Das heißt, solange ich rechts von dem Strich bin, ist alles gut. Wenn ich aber so wie bei der Energie hier voll geladen bin, dann wäre vielleicht zu überlegen, ob man ein Upgrade macht, um die Lager vielleicht zu vergrößern. Oh, ist mein Tempo noch geschiffen gegangen? Kann ich das auch mal zeigen? So, oh, sie haben das gelöscht, das ging ratzfatz. Gibt immerhin auch Experience dann. Aber ich hoffe, dass das jetzt so klappt. Ich meine, das kriege ich nicht mehr hin. Sie arbeiten die Gründe und sie haben es mal geschafft, mir Power zu besorgen. War vielleicht nicht das Glückste, weil ich habe hier schon 100%, aber ich wollte das eben mal zeigen. Und ich kann hier den Raum upgraden. Kostet mich die 375 Kronkorken. Ist dann ganz kurz weg und jetzt kann ich 25 Energie erzeugen pro Durchgang und ich kann 150 davon lagern. Das werdet ihr jetzt hier oben dann auch wieder gespiegelt sehen. 150 Energie sind jetzt meine Lagerkapazität. Ja, ich würde sagen, das war jetzt mal der zweite Teil. Ich habe hier meinen Geralt Shaw unterwegs im Ödland. Ich habe 2 Schwangere im Vault, die dann für Nachwuchs sorgen werden. Ich habe 2 Räume aufgelevelt, einige Dweller aufgelevelt, einige Bewohner und den Storage-Raum neu gebaut. Das ist, denke ich, schon mal eine ganz gute Grundlage, um hier zu wachsen. Zwischen 12 Bewohner und ja, ich glaube, ab 18 Bewohnern kann ich dann auch Quests beginnen zu machen. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, euch das zu zeigen, wie wir in andere Vaults einbrechen und mal gucken, was sich dann da so verbirgt an
Getier, an Bewohnern, aber auch an ja, Gegenständen, die ich dann dort finden kann. Waffen, Kleidung und alles, was dazu gehört. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann lassen wir den Vault mal wachsen. Bis dahin, ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn ihr die Playlist guckt, wenn ihr das Video teilt oder wenn ihr mich abonniert. Und ja, dann verpasst ihr auch das nächste Mal. Bis dann, ciao!